So, guten Morgen. Heute ist der vierte Tag des Rheinsteigs und ich bin jetzt gerade aus Bad Hönningen. Das liegt hier unten rausgelaufen und es ist ungefähr 21:45, schätze ich mal. Um 10 Uhr bin ich losgegangen und möchte heute bis Leutesdorf laufen. Ja, mal sehen, was dieser Tag mir bringt. So, das ist jetzt hier arienheller. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Ich bin jetzt schon durch Rheinbrohl gegangen vor einer Viertelstunde. Es ist jetzt so 11:45 und ich bin, glaube ich, vom Rheinsteig abgekommen, bin aber hier auf dem Rheinhöhenweg, macht aber nichts. Ich bin jetzt auf dem Wanderweg zum Rheinbrohler Lei. Hatte also jetzt wieder einen ziemlichen Anstieg. Aber da bin ich irgendwie an so einer schmalen Straße in Serpentinen hochgelaufen. Hier ist also das Rheinbrohler Lei mit Fahne, wunderschönen Blick auf den Rhein Richtung Bad Hönningen, wo ich eben hergekommen bin, da ganz hinten. Richtung Leutesdorf, wo ich dann gleich noch hingehe. Jetzt gehe ich mal zu dem Aussichtspunkt. Man sieht hier diese Felsen auf dem Boden. Der Aussichtspunkt mit einem Häuschen und 9,4 Kilometer habe ich hinter mir. Bis Leutesdorf sind es noch 10,4, das heißt, ich habe schon fast wieder die Hälfte und es müsste eigentlich 12:30 sein ungefähr. Also bin ich noch früh dran. Hier wird jetzt erklärt, wo ich mich gerade befinde. Und was man da hinten sieht man das Siebengebirge ganz hinten oben am Horizont und da bin ich ja auch vor ein paar Tagen gelaufen. Und hier geht auch wieder der Rheinsteig weiter mit einem ziemlich steilen Abstieg und nachher habe ich da nochmal diesen Aufstieg da hinten vor mir nach Niederhammerstein. Das müsste da unten, da hinten sein. Ja, und dann geht es ziemlich am Rhein entlang. Genauso wie ich da eben die Stufen runtergegangen bin, muss ich da hinten, hinter dem Zaun, die gleichen Stufen wieder steil hoch. Bin jetzt hier am Zaun entlang diesen Weg gegangen. Werde jetzt hier belohnt durch eine wunderschöne Aussicht auf den Rhein. Ich hoffe, man sieht es, weil die Sonne so blendet. Ja, und dann geht es bis hinter diesen Felsen dahin.
Stein liegt jetzt hinter mir und hier kommen jetzt immer mehr Weinberge rundherum. Außerdem liegt schon wieder ein neuer Berg vor mir. Da geht's gleich hoch. Und es sind noch etwa 7 Kilometer bis zu meinem Ziel. Jetzt bin ich einen ziemlich steilen Berg hier hochgekommen, da hinten. Und bin noch ziemlich außer Atem. Komme hier an einem kleinen Kapellchen. Mal schauen, was da drin ist. Sonne blendet wieder. Ah ja, ein Kreuz mit Blumen geschmückt. Sind künstlich, glaube ich, aber trotzdem wahrscheinlich mit Liebe gemacht. So, und jetzt geht's da rechts weiter, vermutlich dann wieder bergab. Hier ist jetzt die Ruine Burg Hammerstein. Da gibt es einen kleinen Abzweig, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Bis Leutesdorf sind es noch 5,6 Kilometer. Das war aber noch nicht die letzte Erhebung. Jetzt bin ich diesen Steig hier in Serpentinen auch nochmal hochgekraxelt. Und es sind noch ungefähr 4 Kilometer bis Leutesdorf. Und da vorne liegt es jetzt auch schon vor mir. Und wieder hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Rhein, auf die Weinberge. Wunderbar. Und heute ist es richtig schön warm. Es sind, glaube ich, ungefähr 24 Grad. Also ein richtig sommerlicher Tag. Jetzt habe ich schon wieder einen ziemlichen Aufstieg hinter mir. Ich bin jetzt wieder ganz oben. Mal schauen, ob ich gleich zu einem Aussichtspunkt komme. Ja, und ich hoffe, dass das meine letzte Anhöhe heute ist. Wunderschön. Was ist das? Ein Wanderdenkmal der Wanderer aus Basaltlava. Hier verlasse ich jetzt den Rheinsteig. Unter mir liegt Leutesdorf und gehe weiter diesen Zubringerweg nach diesem gelben Zeichen. Jetzt war ich an der sogenannten Naturfreundehütte. Da war ein Vater mit seinem Sohn und habe nach dem Weg gefragt, weil das irgendwie ein bisschen die Beschilderung etwas verwirrend war. Die wussten aber auch nicht Bescheid, die waren mit dem Auto da hochgekommen. Und jetzt bin ich irgendwie wieder auf dem Rheinsteig gelandet. Und ich hoffe, dass ich jetzt diesen Zubringer nach Leutesdorf finde. So, hier ist er. Bahnhof Leutesdorf, 1,6 Kilometer. Also geht hier runter, ist nicht mehr weit. Super.